hier sind wir wieder bei Minecraft Dungeons. So, erstmal ein Loslassen. Oh, ey, Digga. Wo waren wir denn stehen geblieben? Ach so, genau. Wir sind ja da stehen geblieben, dass wir hier die ganze Stände und alles mal durchgegangen sind. So, und jetzt könnt ihr schon sehen, hier habe ich mir den hier reingeholt. So. Und zwar machen wir jetzt mal, oder was heißt machen wir jetzt mal? Wir gucken uns jetzt mal dieses Tauschsystem an bei dem Kollege Geschenke-Strohhut-Typi hier, beim Geschenkeverpacker. Und das geht ja, wie gesagt, nur im Multiplayer. Ja, könnt ihr hier sehen. Dadurch, dass ich jetzt nur ein hier mit dabei habe, wird mir auch nur ein Name angezeigt. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn man hier zu viert ist. Also, ob dann halt die anderen drei angezeigt werden oder nicht, keine Ahnung. Wir werden sehen. So, was? Ja, lol, wenn ich dir was Verzaubertes gebe, krieg ich sogar die Punkte dafür wieder, die Verzauberungspunkte. Ah, ja. Was? Leg die Gegenstandskraft neu fest. Zieh mit dem empfohlenen Schwierigkeitsgrad des beschenkten Spielers entspricht. Ach so, das ist dann sogar noch für... Das ist dann levelbedingt, oder wie soll ich das jetzt verstehen? Ah ja. Ah ja. Okay. So, dann gehen wir jetzt hier einfach mal drauf. So, dann gehen wir mal nach ganz unten. Guck mal, irgendein Schmutz hier. Irgendwas. Einfach mal, um das zu testen. Irgendein Schmutz hier. Ja gut, die goldenen Sachen jetzt nicht. Na, hier kommen einfach mal dieses Schwert. Was? Gegenstand verschenken kostet... Ja, Digga, das kostet einfach 250 Emeralds. Muss groß. Ah, ja. Wir testen das jetzt einfach mal. So. Okay, ist noch ein bisschen buggy. Was? Eine... Ja, ja, nee, ist klar. Warte mal. Und das funktioniert jetzt wie? Ich hab's auf jeden Fall erhalten. Ah, du hast es dann direkt so bekommen? Hauptsache, jetzt steht hier ausverkauft. Der Geschenkeeinpacker kann nach Abschluss einer weiteren Mission wieder einen Gegenstand abliefern. Ach so, das heißt, es geht nicht so fünf Sachen auf einmal, sondern da muss man zwischendurch immer erst eine Mission erfüllen. Aha. Aber du hast das jetzt einfach so bekommen? Kannst du denn... Ja, ich schick mal zurück. Also, ah, okay. Ah, so sieht das dann aus. Den Ernte auf 107. So sieht das dann aus, wenn man beschenkt wird. Da muss man nicht groß gucken. Es wird einfach angezeigt. Ah ja. Das ist ja gar nicht so schwer, wie ich dachte. Dieses Beschenken. Also hier kann man jetzt untereinander, kann man dealen. Das, ich finde das sehr geil. Man muss sich da halt dann auch... Muss man halt gucken, ne? Muss man dann untereinander ausmachen, was man da sich gegenseitig tauscht, beschenkt, whatever. Ja gut, dann haben wir das doch auch schon mal geklärt. So, und dann wollten wir ja mal gucken, was bei diesen täglichen Prüfungen Phase ist. Was muss man machen und was bekommt man? Ja, schrei mich doch nicht an. Da fangen wir einfach mal... Nein, wir fangen einfach mal hier auf dem Festland, hier im Creeperwald. Tägliche Prüfung Stufe 1. So, gucken uns das jetzt einfach mal an. Ich meine, wir haben ja hier noch, hier oben an der Feuerschmiede haben wir ja noch Stufe 3 und im... Panda-Wald, hätte ich beinahe gesagt. Im überwucherten Tempel haben wir ja noch Stufe 2. Aber wir gucken jetzt mal hier bei Stufe 1. Wie mache ich denn das jetzt? Einfach jetzt tägliche Prüfung. Ah ja. Empfohlene Kraft 109. Ja, das ist ja da. Wir können zwei Belohnungen bekommen. Was ist denn das Grüne? War, glaube ich, selten. Ne? Kann das sein? Und Gold, ja, Gold ist Legend. Ne? Das ist bestimmt legendär. Obwohl, gibt es sowas? Ich weiß nicht. Es ist einfach orange. Wir werden sehen. Und wir sehen schon, dass wir da im Creeperwald sind. Wo wir da die Dorfbewohner retten müssen. Wir gucken uns das einfach mal an, so auf entspannt. Ah, jetzt erstmal kratzen. Ah, was? Tägliche Prüfungen abgeschlossen. 0 von 3. Ah, so, das heißt, wenn man dann jetzt Stufe 1, 2 und 3
Dann gibt's neue. So verstehe ich das jetzt. Wir werden einfach sehen, wenn es soweit ist. So, dann starten wir die einfach mal. Und gucken mal, was wir da machen müssen. Auf jeden Fall im Creeperwald, ja, siehst du, wie ich mir das schon gedacht habe. Weiß ich nicht, ob sich das denn da was groß geändert hat vom Levelaufbau. Man muss wahrscheinlich nur irgendwelche Aufgaben machen. Wir werden sehen. Ah, das passt ja ganz gut, weil Dorfbewohner müssen wir ja eh retten. 5 Stück, damit wir da beim Dorfhändler den 3. Slot kriegen. Auf Geheiß des Erzillagers sind ja, ach komm, das habe ich schon 5000 Mal gesehen hier. Jetzt ist auch mal gut. Warum habe ich was Neues in meiner Kiste? Ach so, weil ich deinen Ernter hier noch drin habe. So, was? Befreie den Dorfbewohner. Also ist das wohl nur was? Einflussaktion. Spielergesundheit erhöht um 20%. Was? Spieler haben die Verzauberung finales Brüllen ausgerüstet. 50% aller Nahkampfkreaturen haben die Verzauberung Schwächung. Also ändert sich irgendwie gar nichts hier so groß, ne? Wir müssen einfach nur jetzt hier wieder durchrushen. Und, ach guck mal hier, dann können wir auch gleich die Verzauberten mitmachen hier. Die Kollegen, was? Einmal dein Gesicht, ja, und einmal tschüss. Nee, kacken jetzt. Los. Also es hat sich wahrscheinlich nichts groß geändert, sondern wir müssen einfach nur hier einmal durch. Die Dorfbewohner wieder retten, weil also, mir wird jetzt hier nichts speziell angezeigt, was wir machen müssen. Also hat sich da wahrscheinlich nichts groß geändert. Seite. Ah, jetzt hast du den gerettet. Geht ja wohl nichts ändern. So, hier ein paar verzauberte Dudes hier. Beiseite. Seite. Mach die Straße frei. So, wo müssen wir denn lang? Ich weiß gar nicht mehr. Schon ein bisschen her hier, der Creeperwald. Willst du nicht durchgucken? Willst du direkt durchmarschen? Ja, doch, doch. Hatte ich vor. Also einfach dem jeden Pfeil folgen. Nicht groß irgendwie rum, sondern einfach nur jetzt mal schauen, was hier jetzt so Phase ist. Ja. Also von den Aufgaben her ist das ja wohl jetzt immer noch dasselbe hier, ne? Wie man das halt so kennt. Ist jetzt irgendwie nichts Besonderes Neues hier. Na, wir werden halt am Ende sehen, ne? Was man dann hier halt bekommt bei den täglichen Belohnungen. Ah, ich habe keine Pfeile mehr. Was ist das Schmutz? Geh weg jetzt. Oh, der Geist, Alter, die Kacken. Dann gucken wir mal. So, gehen wir hier einmal ins Häusle. Und machen ein paar Vorräte ab, dann kriege ich noch ein paar Pfeile. Und wir sind dann auch hier am Start. So. Ah, ich dachte, jetzt wäre sie so nett und lässt mir die liegen. Da ich selber keine habe. Belasten. Hey, Schweinemeister, bleib hier. Gib mir all dein Geld. Gib mir all dein Geld. Leveler! Level 129. Ja. Boah, ja, genau. Hier geht's. Ach, hier geht's ja richtig. Nein, geht weg. Lass mich alle in Ruhe. Geht weg. Weg. Hier, die, die. Einmal schmeißen hier. Die. So. Beiseite. Das war's ja nochmal komplett an der Stelle. Ja, wo du es geschmissen hast, war ich auch in einem Spinnnetz gefangen. Ja, das wusste ich. Das ist belastend. Ah ja! Guck mal, da haben wir doch schon auf unseren ersten Monster. Da brauchen wir ja auch ein paar, um beim... Weiß ich nicht, wo war das? Beim Luxushändler, glaube ich. Da den Slot, waren ja 5. Ja, ein Freund, der nur auf mich ist. Geh weg hier jetzt. Das war's komplett, was Pfeile angeht. Und dann kommen die nochmal vielleicht raus. Möbel in kurzen Bleiben. Jetzt. Boah, das war's komplett. Ich bin groß. Das ist ja auch wirklich groß. Also, wie ich gar nicht. Einmal die. Wow! Das wird nur die Spinnen. Das. Nein! Nein! Hä? Er ist nur auf dich! Er ist nur auf dich!
auf ihn. So. Mal den auch schon mal. Mit gefühlt nur noch ein HP. Ich habe Angst, dass die Dinger noch hochgehen. Geh weg jetzt. So. Weg mit dir. Ah, den hasse ich nicht. Jetzt gibt's richtig Party. Bäm, Junge. Digga, wie viele sind denn hier noch, Alter, von diesen Magiern? Digga. Geh weg hier. Ey. Weg. 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 Weg, hab ich gesagt. Die nerven aber auch, Alter, was die aushalten. Oh, weg. Weg. Oh, ich bin schon wieder in dem Spinnnetz gefangen. Lass mich doch frei hier. So, ja, die Spinne kann uns nichts dahinter am Zaun. So, beiseite, du Scheiße. Au! Boah, das war's komplett. Er ist nur auf mich. Wieder nur gefühlt anderthalb HP. Was ist das für ein Spiel? Nicht mal in den Magier, hier Apfel noch. So, snacken hier. Müll ist mitten im Weg. So. Ah. Was ist denn? Ey! Warum ist mein Buch nicht voll? Was soll denn der Müll? So. Ah ja, jetzt kommt hier noch ein Endfight. Ah, ich glaube, hier diese ganzen Kisten, die hier auftauchen, die hätten wir, glaube ich, suchen müssen. Für diese Belohnungen, die man kriegen kann. Man weiß es nicht. Man muss gucken. Wir werden sehen. Wenn wir jetzt gleich nichts Neues irgendwie bekommen, dann wissen wir, dass man bei sowas die... Also, dass man hier richtig einmal durch muss, auch die Kisten und so. Wir werden sehen, was da aus der Kiste gleich rauskommt. Die Bewohner wurden dank deiner Hilfe aus den Klauen der Illager befreit. So, dann gucken wir mal, was wir jetzt hier bekommen aus dem Guten. Was? Titanschleicher. Ah ja, das ist aber eine neue. Hier ist sogar Legendary, also einzigartig. Was kann denn der Titanschleicher auf 112 direkt? Ah, das gucken wir uns dann mal an, was die Rüstung so drauf hat. So, dann schauen wir mal und dann ist, ja genau, dann, ach Stufe 1, ja da ist jetzt ein Haken dran, bei Stufe 1, ja, da, dass wir das schon haben, aber wir müssen ja die anderen beiden machen, damit dann wahrscheinlich hier so an anderen Stellen neue auftauchen. Jetzt gucken wir uns erstmal diese Titanrüstung an, das klingt ja interessant. Gesundheit, uff, was plus 20%, was Schaden... Verstärkungsaura für Waffen. 50% Seelen gesammelt. 35% Schadensverringerung. Ah ja, die klingt so, als würde ich die gerne haben wollen. Weil die ist sogar besser als meine. Meine hat 6293, die hat 6669. Ja, ja, das mache ich dann später. Dann rüste ich mir die hier mal aus. Ja, weiß ich nicht. Wollen wir ins erste Winterlevel mal rein? Ach, habe ich jetzt eigentlich... Das muss ich jetzt mal... Ach, gucke mal! Der Dorfladen hat sich vergrößert. Der sah doch eben noch anders aus. War das beim Schmied? War das hier nicht auch anders? Aber beim Dorfladen, der ist jetzt, vergrößert hier, der Dorfhändler. Wir gucken mal. Ah ja, weil wir jetzt den dritten Slot freigeschaltet haben. Oh, ist das noch buggy. Und er bietet uns jetzt noch... Moment mal, die Dolche waren neu und der Bogen... Ah, wir haben jetzt noch die Wächterrüstung auf 111. Mit zwei Verzauberungsslots, also sechs Sachen, die wir uns aussuchen können. Hier haben wir jeweils drei. Das heißt, ach, wir haben sechs Dorfbewohner gerettet. Hier unten sieht man dann den Fortschritt, den man hat. Hier sind wir jetzt bei 6 von 15, 6 von 30 und 6 von 70. Na, da muss man dann einfach mal ein bisschen durch den Creeperwald ein bisschen durchrushen. Und dann hat man hier bei dem Dorfladen alle Slots.
Jetzt bin ich mal gespannt, beim Luxushändler war das, glaube ich, mit den, ja! Hauptsache, wir hatten noch einen Redstone-Golem. Magier hatten wir, aber einen Redstone-Golem hatten wir. Warum steht denn hier noch 0 von 10? Wenn wir einen hatten, dann müsste hier ja logischerweise eigentlich eine 1 stehen. Oder, ja gut, weil der mittendrin war, muss wahrscheinlich richtig, die Endgegner dann sein, wie ich mir das schon dachte. Aber das werden wir dann mal sehen, wenn es soweit ist, so... Verzaubert. Sah das hier nicht auch anders aus beim Geheimhändler? Das sah doch auch hier anders aus. Ein paar verzauberte Kreaturen hatten wir ja. Wir gucken mal. Ah ja, haben wir jetzt den dritten Slot und das sieht mir auch ganz stark nach Artefakte aus. Da ist wie so eine Angel auf der Kiste. Ja, da gibt es dann aber auch dasselbe von 107 bis 113. Also es bleibt wahrscheinlich, wie ich mir das schon dachte, immer dasselbe. Immer Nahkampfwaffe und Artefakt. Also ich weiß nicht, wie das jetzt bei den anderen drei Slots dann hier so aussieht. Da müssen wir ja noch ein bisschen. Aber hier oben ist... Also wir haben jetzt eine zweite zufällige Kiste für Artefakte. Kostet auch genauso viel wie das andere. Ist auch genau von der Kraft her genau dasselbe drin. Also irgendwie... Ja, das ist... ja, weiß ich nicht, was ich dazu noch sagen soll. Ich dachte, dass man ein paar mehr Sachen hier noch kriegt, aber... Weil es gibt ja nicht nur Nahkampfwaffen, wir haben ja noch die Armbrust und Bogen und sowas gibt es ja noch. Ich dachte, vielleicht gibt es da ja auch dann irgendwie mal eine Kiste, wo dann zufällig so ein Krempel rauskommt. Na, wir werden sehen, wenn wir da unten die nächsten Slots machen, wie das dann da so aussieht in der Richtung. Ah, das hat auch schon mal hier gut funktioniert, so. Aber das bei dem Luxushändler, das verstehe ich nicht, weil wir hatten ja einen Redstone-Golem drin, aber es steht immer noch 0 von 10. Wahrscheinlich muss das dann richtig der Endgegner sein. Also hier wie in einer Feuerschmiede oder in einer Redstone-Mine, da ganz zum Schluss. Dieser Redstone-Golem, wahrscheinlich sind da richtig die Endgegner mit gemeint. Das ist dann mal was, das man nochmal ausprobieren müsste, sollte, wie auch immer. Wenn man da beim Luxushändler sich gefühlt 3 Lambos kaufen will. Der ist ja extrem teuer, der Bengel. Ja. Dann, ja, würde ich sagen, weiß ich nicht, wollen wir ins erste Winterlevel mal reinschnuppern oder was? Können wir machen. Ah ja, und guck mal, hier beim Waffenschmied, da steht jetzt 1 von 3, weil wir haben ja eine Mission erfüllt und müssen ja 3 machen, um dann hier die Aufwertung abzuschließen. Das hatten wir ja schon in der letzten Folge. Wir werden mal sehen, was dann passiert, weil ich habe das ja reingepackt auf 109, glaube ich. Also was sich dann da im Großen ändert, ob das dann irgendwie mehr, keine Ahnung, ob das dann Level hochgeht oder whatever man da noch hat. Kann ich ja mal gucken hier, ob dann hier der Schaden, ob der hochgeht oder ob sich unten bei den Verzauberungen dann was tut oder ob das Level dann einfach hochgeht. Das muss man dann sehen, wenn da die Aufwertung abgeschlossen ist, was dann sich da ändert. Vielleicht hätte ich mir das mal merken sollen, um das zu beobachten. Ja, egal. Wir werden sehen, wir werden sehen. Genau, wir starten jetzt einfach mal. Ja, schrei mich doch nicht an, ne? Komische Geräusche hier, Tiger. Waschen wir nur durch oder gucken wir komplett durch? Also vernünftig mit Kisten und... Ich dachte jetzt, wir machen das so mit Kisten komplett. Nee, weil wir das eben in der Tagesmission nicht gemacht haben. Ja, aber jetzt im Nachhinein ist mir gefallen, das hätte man vielleicht mal machen müssen für die Belohnung. Ach, guck mal, hier kann man zwei... Da sind zwei Schwerter abgebildet. Bei der anderen war es ja Rüstung. Aber ich glaube, da muss man dann richtig einmal durch, um dann diese zwei neuen Belohnungen da zu bekommen. Da müsste man dann, glaube ich, mal komplett durch und die Kisten und so. Das mache ich dann mal in Ruhe. Ja, wir rushen jetzt, sag ich mal. Wir gucken uns jetzt mal hier den gefrorenen... Was? Gefrorener F... Jord. Digga. Jetzt mal ehrlich, wer denkt sich denn diese Namen aus? Was ist denn da los? Ja, wir gucken uns das jetzt mal an hier. Natürlich auf Apokalypso-Modus. Empfohlene Kraft 103. Es gibt zwei neue Sachen, die wir bekommen können. Einmal, was sieht mir noch einem Bogen aus und irgendein Artefakt da. Kann ich aber nicht sehen, was das genau sein soll. Wir werden gucken. Mit etwas Glück, vielleicht bekommen wir es ja. Wir werden sehen. Och, Bruder, was ist denn los heute? Ich würde sagen, dann gucken wir uns mal den gefrorenen Jord
Digga, das ist ein Name. Wir gucken uns den jetzt einfach mal an und schauen mal, was hier Phase ist. Ah ja, guck mal. Als die Kugel der Dominanz zerbrach, zerfiel sie in mächtige Splitter, die sich über die gesamte Oberwelt verteilten. Ein Splitter fiel auf dieses glücklose Land und nun versinkt dieser einst fruchtbare Ort in einem ewigen Winter. Solange der Splitter existiert, wird auch die Kälte bestehen bleiben und alles Leben unter Schnee und Schatten ersticken. Ah ja, alles nur wegen so einem kleinen Splitter. Das ist, jawohl, finde die Quelle. Ja, dann, ja, machen wir mit Karte, wenn man mal guckt, dass man auch nichts vergisst. Ich würde sagen, rushen wir erstmal hier. Wir gucken uns erstmal hier ein bisschen um. Ah, hier ist doch eine Kiste. Och, komm, ey. Gertrud, Alter. Töte mal einer Gertrud. Ach, was ist das denn hier? Eine Seelensense. Aber die war schlechter, also nichts Neues. Hier ist noch Lachs. Einmal den Lachs klatschen hier. So. Ach, da geht's noch weiter. Ah ja. Ist ja... Ist da irgendwas bei dir? Ich glaube, eine Emerald-Kiste und irgendwo ein scheiß zwei Magier. So, dann war in der Ecke auch nichts. Na, es ist ja bis jetzt mal, das ist ja eine reine Enttäuschung hier. Ach, guck mal, hier liegen noch Emeralds. Da unten liegen auch noch Emeralds, mitten auf dem Eis. Ja, dann ich hab meine jetzt Trophäe erhalten mit den 200. Hast du endlich fertig? Hab ich Erlaubnis zum... Ja, das ist die Platin-Trophäe. Erlaubnis zum Angeben. Die habe ich ja auch schon im Jungle fertig gemacht gehabt. Das ist... Hast du jetzt auch die mit dem hast Essen? Ich meine, wenn du hier einfach rutscht, ja, das schmeißt TNT. Ah, ich wusste nicht, dass du da stehst. Oh, das wird jetzt auf dem Eis, wenn man hier rutscht, Alter. Das wird schon ganz schön knappig. Oh, irgendwo ist hier Gertrud. Wo ist Gertrud? Da ist Gertrud. Junge, wie mich der Eisbär noch angreift. Ich habe ihm nicht mal was getan. Au. Ja, gib mir mal nein. Jetzt bin ich erstmal schön am frieren. Wollt doch nur die Pfeile. Fresse, Gertrud, die wird jetzt. Au! Boah, ich krieg die Pfeile nicht jetzt. Meine Fresse hier. Geht weg, weg, weg. Oh ja, wie mich die Eisbären jetzt noch. Wie mies ist das denn? Au! Ja, ist so. Ich dachte, man tut denen nicht mal was. Man greift die so aus Versehen an, wenn man hier so rumrutscht, Alter, und hier so rumgereicht wird. Das Profi hier. Aber ist jetzt ganz cool, auch dass man einfriert und dass man so ein bisschen skaten kann. Aber was. So, wo müssen wir? Ah, hier oben geht's weiter. Oh ne, hier ist wieder eine Gertrud. Geh weg, Gertrud. Oh, hier sind drei Gertruds. Drei Gertruds! Nein! Geh! Weg! Lass mir Ruhe! Doch, Gertrud, ja. So. Boah, jetzt bin ich auch noch verlangsamt wieder, weil die ihre scheiß Schneebälle hier. Och ja, Eisbär. Was soll ich denn machen? Wenn du immer im Weg stehst. Ich glaube, es geht los. Ah, der Eisbär lässt auch den Lachs klatschen. So, einmal Fight. Trophäe erhalten. Rutschpartie. Ach, bin ich jetzt schon 500 Meter auf Eis gerutscht oder was? Digga, was? Was zum... Das ist doch diese Magier. Heiligen Henker. Was war das denn? Das sind diese hier, diese blauen, ne? Alter. Sag, die lassen hier ganze Eisberge spawnen. Sag mal, ein Eisengolem, was ist denn mit ihm, Alter? Dem wird langsam zu kalt, würde ich sagen. What the... Ja, was sind das denn für Running Creepers? Ah ja, guck mal, ich wollte schlagen und hab dich direkt... Ach, komm, geh weg. Ja, wie hier nur Creeper auftauchen. Alter, was willst du da machen? Nein, geht weg. Ach, das war's komplett. Zum Glück hat man ja drei Leben. Ach, Mann. Da sind zwei Kisten aufgetaucht. Die machen wir gleich mal. Ich sammle hier mal ein bisschen ein. Das sind wahrscheinlich eh nur Emerald-Kisten. So. Was haben wir hier? Gar nichts. Da ist noch ein Stärkungstrank. Gönn dir. So, was müssen wir jetzt hier in den Dungeon rein, oder was? Jetzt müssen wir hier auch noch in den Dungeon. Ach, guck mal an, Schleimis. So,
war ja mal wieder intelligent sein Daddy hier. So. Wie kommen wir denn hier raus aus dem Drecks? Ah, ja. Ja, klar, man wird direkt hier. Ja, Alter. So, ohne Vorratskiste. Weg, weg, weg mit dir. Weg. Weg. Du Schneebälle, Alter. Alter, das ist unfassbar. Lass die Zugzüge herum. Ja, erstmal hinkommen. Wenn man verlangsamt ist, Alter, mit diesen Kackschneebällen ist gar nicht so einfach. Doch, ja. Wenn man nicht laufen kann hier, diese Scheiße. Ah ja, das war's. Was? Auf jeden Fall ein neuer Entwickler. Ne? Hä? Aber eben zeigt er mir an, ich soll dich wiederbeleben. Weil ich jetzt auch keine Pfeile habe, ist richtig belastend. Was ist denn dieser Endgegner? Ist das diese ganzen kleinen Viecher hier oder was? Wo müssen wir denn hin? Die Zugbrücke schon runter? Ach, du hast aktiviert. Wo ist die denn? Ja, die ist auf jeden Fall unten, aber wir müssen erstmal diesen. Wir müssen die ganzen Schweine hier erstmal. Ja, ich sehe schon. Okay. Mit Pfeilen darfst du nicht auf dich schießen. Pfeilen darf man nicht, aber die oder... Ja, Digga, hä? Verpisst euch. Aber die schießen oder was? Weiß ich nicht, ich wollte nur eben mit Pfeilen schießen und bin dann gestorben, weil die zurückgekommen sind und explodiert sind. Ja, ich hab's gerade gesehen. Die haben das schön. Ganz schön Abwehr haben die hier. So, geh weg. Junge, wie lange braucht der denn? Au. Ah, wie viele denn noch, Alter? Ja, bis er tot ist. Ah ja, einer ist nur der Richtige, aber ich krieg doch zwischendurch dann noch Schaden. Aber ich bin der Richtige. Hab ihn. Ah ja, haben wir hier nochmal eine Dingskiste. Oh, Schmutz drin. Ah, die Emeralds natürlich. Ah ne, das ist eigentlich eine Phantomrüstung 112. Das ist, eigentlich ist das gut, aber... Ich bin voll. Hier ist das Ende. Gib die mal. Ja. So, dann gehen wir jetzt mal über die Brücke und gucken mal, was hier Phase ist. Ah, das sieht nach Ende aus. Die schleichende Kälte scheint von der verlassenen Festung auszugehen. Ist ja eigentlich ganz cool gemacht. Das kann nur bedeuten. Das ist ganz geil gemacht, ja. Gucken wir mal, was wir jetzt hier kriegen. Eine Angel auf 109. Ah ja. Was? Austauschen gegen von... Was? Nee. So, dann wollen wir jetzt mal gucken, weil das war nämlich laut, wenn ich das richtig gesehen habe, ja genau. Jetzt haben wir hier 1 von 10 beim Luxushändler hier und hier 1 von 50. Ah ja. Na siehst du. Kann ein bisschen dauern, bis man hier die 2 Slots hat von den... Ach, der hat jetzt auch ein ganz... Hat jetzt auch ein ganz anderes Angebot wie in der letzten Folge. Jetzt haben wir hier einen Blitzstab für 1,9 auf 112. So, bei dem Kollegen könnte das noch richtig teuer werden. So, aber dann würde ich sagen, an der Stelle ist dann jetzt erstmal Arsch ab. Und, ja, dann würde ich sagen, hau da rein.